Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ja, wir sind die erste Folge nach dem Update jetzt hier. Und ganz ehrlich, läuft alles gut. Unser Zoo ist soweit eigentlich komplett. Haben wir ja in der letzten Folge gemacht hier mit den Schneeleoparden hier. Und ja, die leben hier glücklich. Ich meine, wir können ja mal reingucken. Ja, ja, glücklich. Gehege, was ist hier? Die Temperatur dem Tier ist zu heiß. Ja, okay, das ist vielleicht eine Kleinigkeit. Hier ist ein Komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir haben ein Problem. Pathing-Update. Scheiße. Warum sagt mir das keiner? Ey. So. Hier seht ihr mal, was passiert, wenn man updatet. Wer ist da jetzt rüber gesprungen? Das Ganze hier passiert, wenn man, ja, den Zoo über mehrere Updates hier rüber hat. Anscheinend können die jetzt hier rüberspringen. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Aber sie können's. Da sie es können, haben wir ein Problem. Ja, ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Irgendwas hat sich aktualisiert beim Pathing. Und dementsprechend können die das jetzt auf einmal. Also, würde ich mal sagen. Machen wir mal ganz schnell den hier. So, jetzt kommt ihr da gefälligst nicht mehr rüber. Na, ihr wart auch schon dabei, rüber zu springen, oder? Alter, wirklich. Ey, was machst du denn hier? Mach mal so. Oha! Wir haben gerade das erste Mal gesehen, dass wir hier diese Sätze hatten. Okay, gut. Wir müssen also aufpassen. So wie es aussieht. Tiere können anscheinend jetzt deutlich besser abhauen. Und anscheinend können die das auch ohne angezeigt zu werden, dass sie abhauen können. Weil ich hatte keine Anzeige, dass sie da raus können. Okay, gut. Gut zu wissen. Kleiner Zwischenfall. Aber, ja, passt schon, glaube ich. Warum bin ich überhaupt hier auf zweifacher Geschwindigkeit? Wer ist hier noch hinkommen? Scheiße. Was? Du bist entkommen? Warum bist du entkommen? Sag mir jetzt nicht, du kannst hier auch rüberspringen. Wieso habe ich das Gefühl, dass der hier rüberkommt? Machen wir mal ganz kurz das gleiche, was wir gerade bei den Dings gemacht haben. Bei den, ja. Steinböcken. Bauen wir mal ganz kurz hier einen höheren Zaun drauf. Weil ich will es nicht riskieren, dass er hier nochmal abhaut. So. Hier springt keiner mehr rüber. So. Haben wir jetzt noch irgendwen, der abhauen muss? Nee. Okay, so. Sieht doch viel besser aus, direkt. So. Okay. Will jetzt noch irgendein Tier hier gerade abhauen? Ich schätze mal nicht. Doch, will's? Der Luchs! Wie ist der denn hier hochgekommen? Scheiße, warum können die da jetzt hochklettern? Och nö. Och nö. Nein, der gesamte Zaun ist useless. Och man. Ja gut, das ist jetzt natürlich scheiße, wenn der gesamte Zaun useless ist. Obwohl, wartet mal. Ist der Zaun useless oder ist das nur, weil der hier hochgekommen ist irgendwie? Der ist irgendwie hier hochgekommen. Ich kann euch nicht sagen, wie, aber er ist da hochgekommen. Okay. Okay, ich beobachte jetzt mal die Luchse hier. Alter, wirklich, ist das schlimm. Alter, das ist aber schon interessant hier. So, aber okay, das neue Update scheint, ja, kritisch zu sein. Okay. Ich troubleshoot hier mal ein bisschen. Und dann gucken wir nebenbei mal dann, nebenbei sag ich schon, danach mal, dass wir, ja, unsere Bausachen kriegen. So, okay, ich kann euch absolut nicht sagen, was das gerade war jetzt. Also, ja, sie haben es nicht nochmal versucht, in der Zeit, die ich geguckt hatte. Und es hat auch anscheinend dann nicht funktioniert.
Weil normalerweise ist meine Erfahrung, dass sobald ein Loch ist, wo die rauskommen, die Tiere, hauen die da auch sofort ab irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, woran das liegt, dann schreibt es in die Kommentare. Es kann ja sein, dass da irgendwas ist, dass die irgendeine Mechanik geändert haben. Und deswegen hauen die auf einmal alle ab, von der ich nichts mitgekriegt habe. Aber wir sind ja heute da, um hier eine neue Tierart reinzubringen. Und zwar haben wir einmal den Rotfuchs, den guten alten hier. Und der kommt hundertprozentig rein. Ja? Ich will euch nur kurz einen Überblick geben hier, welche Tierarten reinkommen noch jetzt. Also es kommen maximal 4 Folgen noch hiervon. So, dann haben wir neben dem Fuchs natürlich auch noch andere Tiere. Und zwar den Waschbären. Den haben wir auch auf jeden Fall noch. Den werden wir wahrscheinlich, also mein Plan ist, glaube ich, jetzt hier diesen Fluss zu nehmen und hier hinten diesen Felsen wegzumachen. Also können wir auch sowieso hier diese Erhöhung wegmachen. Aber dann den Fluss hier durchzuziehen und dann ein bisschen nach hier vorne kommen zu lassen. Irgendwo hier rein. Und hier eine Quelle zu haben oder einen kleinen See haben, aus dem der läuft. Weil die Waschbären brauchen halt Wasser. Deswegen würde ich die Waschbären hier vorne reinbauen. Und Fuchs würde ich, glaube ich, hier in die Ecke machen. Und dann haben wir noch einen Kandidat, das. Achso, nee, so heißt es gar nicht. So, das Gang. Wurde mir vorgeschlagen, ich habe aber keine Idee, wo ich es hinbauen soll, weil wir haben hier rechts den Waschbären, wir haben hier links den Fuchs. Und ich brauche hier eine Ecke, wo Besucher rankommen. Und ich muss halt irgendwie diese. Ja, die Tiere auch angeschlossen haben an den Zoo. Ich will jetzt nicht hier irgendwo quer durch einen Weg einfach bauen, der dann irgendwo hinten zu einem einzelnen Gehege führt. Möchte ich eigentlich nicht. Also von daher, ich weiß nicht, falls irgendwer eine Idee hat, wo das hinkommen kann, dann sagt Bescheid in den Kommentaren. Aber ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erstmal das Fuchsgehege. Und dafür, wie gesagt, nutzen wir dieses Waldstück hier an der Straße direkt. Und gucken wir mal, dass die Füchse hier reinkommen. Und ich habe mich jetzt schon mal darum bemüht, Füchse zu kriegen. Und deswegen haben wir kein Problem damit. Ihr seht schon, ein paar sind hier am Start. Weil das Problem ist, die Füchse sind, wie jedes Tier, was neu rauskommt, sehr, sehr schwer zu ergattern. Deswegen, ja, mal schauen. Ich würde mal sagen, wir bauen einfach hier an der Seite jetzt ein Gehege rein. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir gucken, ob das. Ja, funktioniert oder nicht. Und dann, ja, mal schauen, was wir hier modifizieren müssen an diesem Gehege, damit den Füchsen gut geht. Also, bis gleich. So, ihr seht schon, wir haben noch nicht alle unsere Barrieren hochgezogen. Aber wir müssen dabei beachten, dass ich kurz gucken will, wie verhält sich dieser Fuchs. Weil ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie er sich mit Barrieren verhält. Und hier mein erster Look. An Fuchs. Und ich muss sagen, bisschen grauer als erwartet oder hat er ein graues Fell? Rotbraunes Fell nennt sich das. Okay. Boah. Also, by the way, ich bin immer noch leicht krank und deswegen höre ich mich wahrscheinlich scheiße an. Ah doch, nee, es ist einfach nur dunkel. Deswegen ist das Fell so komisch. Okay. Aber was hast du denn hier? Gelände 75%. Okay, an der Bepflanzung müssen wir einfach überhaupt nichts ändern. Das ist doch schon mal schön. Und abhauen kannst du hier vorne tatsächlich nicht. Bist du dir sicher, dass das nicht geht, dass du hier abhauen kannst? Weil das wäre schon gut, wenn ich diesen Zaun hier nutzen könnte. Wird gut aussehen. Aber das Problem ist halt, hier wird gesagt. Grad 2 und mindestens 3 Meter. Aber er sagt mir auch, dass er hier nicht rüberkommt. Also, wie nehme ich das jetzt? Wir probieren es einfach mal ohne und gucken dann mal, vielleicht ist auch dieses Tool hier Burgen. Dieser passierbare Bereich. Vielleicht ist das einfach eine Burgen, das kann sein. Ja. Ich glaube, das Ding ist einfach Burgen, weil, ja, keine Ahnung. Kann eigentlich nicht sein, aber wir probieren es einfach mal. Wir sehen dann ja, ob wir hier abhauen können oder nicht.
Deshalb würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn hier wirklich ein Zaun drum ist. Also, bis gleich. So, ihr seht schon, das Gehege hat einen Zaun. Ist auch abgeschlossen und anscheinend können die Tiere nicht abhauen. Also, ich meine, I guess, wenn die Heatmap mir anzeigt, dass die nicht abhauen können, dann können sie nicht abhauen. Also, zumindest vertraue ich da drauf jetzt mal. Und bisher, wie gesagt, ihr seht schon, wir haben hier vorne einen kleinen. Und ich mag das extrem, wie sehr die hier rumgehen. Also, die erkunden wirklich das gesamte Gehege, das ist schon interessant. Also, wenn ihr mal hier durchguckt, ich dachte, okay, das Gehege ist jetzt riesig, du siehst hier niemals irgendwen. Hier vorne ist einer, da ist einer. Dann gucken wir hier weiter, da ist einer. Dann, wo haben wir noch einen? Hier vorne ist mir nicht auch noch irgendwo einer rumgerannt. Ja, also hier auf der Straße sollen die Leute natürlich eigentlich nicht stehen, aber ja, können wir nicht verhindern. Hier den Weg runter können sie nicht gehen, aber hier rennt einer rum. Also wirklich, die interagieren mit so ziemlich allem, was hier drin steht. Guck dich das an. Die stellen sich davor, schnuppern ein bisschen dran. Das ist einfach so genial. Ja. Auch hier, er trottet hier so lang. Ja, also ich mag die Füchse. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, also beim besten Willen, das sind so einer meiner Lieblingstiere jetzt offiziell. Wie gesagt, sie scheinen nicht abzuhauen tatsächlich. Also das ist schon mal gut. Das hier vorne ist jetzt aber leider eher schlecht. Welches Tier ist jetzt entkommen? Ein Rentier. Du bist entkommen? Du bist noch in deinem Gehege? Was ist los bei dir? Ist meine Barriere nicht vernünftig gebaut? Oh. Okay, alles gut. Du bist doch entkommen. Was habe ich hier mit meiner Barriere gemacht, Alter? Habe ich die nicht hinterhergezogen hinter dem Gehege? Okay, das ist mein Fehler gewesen. Ups. Okay, hier habe ich es vernünftig gemacht. Okay. Warum habe ich das nicht hinterhergezogen? Weil normalerweise, wenn ich so eine Barriere baue, gucke ich, dass ich immer die dann hinterherziehe, dass du hier sowas eben nicht hast. Ja. Aber anscheinend habe ich das hier vergessen. Gut. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Füchse, denen geht's gut. Also da ist alles okay. Das heißt, wir müssen jetzt aber noch reingucken und ja, mal darauf achten, dass wir auf jeden Fall genug Essen und sowas für die haben. Was witzig ist, ich habe tatsächlich alles erforscht für die, bis auf die Essenssachen. Ja. Also wir werden jetzt erstmal ganz schnell hingehen und Veterinärforschung anstarten für die. Wir würden dafür rausgeschmissen, die Dachse können raus. Und dafür gehst du dann auf den Fuchs. Ihr seht schon die Sachen hier. Also, das ist interessant. Das ist interessant. Das ist nicht mehr interessant und das ist nicht mehr interessant. Genauso hier. Das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht, das nicht. Die ganzen Beschäftigungssachen interessieren mich aber alle nicht mehr. Ja. Ich mache das einfach gerade alles nur, weil, ja, Bildungsbonus und Zuchterforschung. Ja. Also, das ist der einzige Grund, warum ich das alles mache. Ja. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, indem wir hier oben eingeben, Rotfuchs. Wichtig, dass wir Rotfuchs eingeben, weil ansonsten kommt nachher noch was für einen Polarfuchs. Und das wollen wir ja nicht. So, erstmal ein paar von diesen Blutdingern reinstecken. Dann kommen die und schnuppern hier an Bäumen. Wir müssen aber auch wieder darauf aufpassen. Das sind scheue Tiere. Das heißt, wir dürfen sie nicht zu sehr an die Besucher locken. So. Hundeball. Können wir mal hier vorne in die Ecke setzen. Hier so rein. Weil bei dem konnte man das Ding, glaube ich, unterirdisch setzen, oder? Jo, das ging. Dann machen wir das auch. Dann einen Kegelfutterspender. Oh Gott, den können wir auch hier vorne ran machen irgendwo. Setzen wir dich mal hier rein. Dann, was haben wir noch so? Der kleine Kürbis ist witzig, aber ja, keine Ahnung. Finde ich, ist ein normaler Hundeball besser. Und der kommt jetzt nach hier hinten rein, ins Gebüsch mit. Bumm. Ab ins Gebüsch. Was haben sie noch? Einen Blasenerzeuger. Sollen die Seifenblasen kriegen? Komm, die Füchse kriegen Seifenblasen. Hupp. Na, was macht der? Ja, wenn man da wirklich Seifenblasen. Können sie kriegen. Einen Tierbau kriegen sie, natürlich. Den bauen wir mal hier vorne ein bisschen in der Nähe von unserem Eingang. Und dann kriegen sie natürlich auch einen Bildschirm. Einrichtung. Wo ist mein Bildschirm? Ein Fernsehbildschirm 4 Meter.
Kriegen Sie einen 4 Meter Bildschirm? Ach komm. So, dann. So, und wir nehmen 2 Meter Bildschirm, 4 Meter ist mir zu groß. Und du kriegst jetzt Tierboard 2, müsste das glaube ich sein, oder? Jo, Tierboard 2 müsste das sein. Ist das interessant mit dem grünen Zeug da noch drin? Dann machen wir nochmal ein bisschen so. Ansonsten sieht das keiner. Und hoffen wir mal, dass der hier halbwegs hält. Weil, ja, wäre ansonsten ein bisschen belastend. Kamera sich geben. Ja gut. Wir haben halt hier einen Baum drin. Ziehen wir den mal ein bisschen weg. Na. Jetzt habe ich aus Versehen den ganzen Dings angezogen. So, ich hoffe mal, das ist jetzt weniger in der Sicht. Ja, jetzt sind da nur noch so ein paar Grassachen. Komm, die haben sie sich reingeschleppt. So ein paar Zweige und so, um es gemütlich zu machen. Ja. Dann, was brauchen wir noch so? Wir brauchen natürlich noch ein Essenstablett. Und die kriegen ein großes. Weil, ist eine Großfamilie hier. Dann brauchen sie was zu trinken. Was zu trinken kriegen sie an dem Baum? Geht das? Warum geht das nicht? Bist du zu nah dran? Die Blasen müssen weg. So. Kannst du jetzt an diesem Baum? Ja, die Blasen waren zu nah dran. So. Wie gesagt, weil wir wollen die hier vorlocken, aber ja, nicht zu extrem eigentlich. Aber ein bisschen müssen sie hierher kommen. So. Damit hätten wir das. Was haben wir dann noch so? Ein paar Schlafmöglichkeiten mit Blättern. Kriegen sie mal hier vorne ein bisschen was rein. Dann können sie hier vorne ein bisschen was. Ich finde es schade, dass es diese Palmblätter sind oder so. Oder Farnblätter. Ich finde es interessanter, wenn es so wirklich normale Blätter wären teilweise. Dann können sie hier vorne vor Fenster nochmal was kriegen. Und ja, das reicht, würde ich sagen. Kriegen sie noch einen Futterspender aus Bambus. Den kriegen sie hier vorne reingesetzt. Dann, was haben wir noch so Schönes? Haben wir noch irgendwas Schönes? Die haben sehr, sehr, sehr viel. Ein Tennisball. Na, den kriegt er auch noch hier. Ja, bauen wir hier eine Brennnesseln. Füchse interessieren Brennnesseln ja wahrscheinlich nicht. So. Dann hatten wir das Bambus-Ding schon. Ich glaube noch nicht, oder? Aber nee, hatten wir doch hier vorne gerade hingesetzt, oder? Ja, da vorne hatten wir das Bambus-Ding hingesetzt. Eine Gummiente, die haben keinen Teich, also brauchen wir auch keine Gummiente. Eine Pappbox, stimmt. Haben wir eine normale irgendwo? Ja, und die normale, der Pappkarton. Also der Pappkarton wird, glaube ich, eine Hauptattraktion bei denen sein. So neugierig, wie Füchse normalerweise sind. Also den müssen wir irgendwo hier präsentieren. So. Und ich glaube, wir müssten alles möglich haben von denen. So, gucken wir uns den mal an. Fehlt dir irgendwas? Sozialverhalten, Stress. Ja, okay, versteck dich einfach. Du bist auch schon fast im Gebüsch drin, also geh ein bisschen nach links und dann sieht dich keiner mehr. Gehege. Stabiler Rückzugsort haben wir zu wenig. Also gibt es nochmal einen zweiten Bau. Dann kriegt ihr halt hier nochmal einen rein. Na, geht's nicht? Warum geht denn das nicht? Okay, dann kriegt er da keinen rein, dann kriegt er den hier. So. Und in den gibt's dann keine. Ja. Keine Kamera. Dann haben sie einen, wo sie komplett Ruhe haben und einen, wo sie eine Kamera drin haben. Oder, ach komm, wir geben denen doch eine Kamera dafür. Das ist dann... Nein, den will ich haben. Vielen Dank. Einmal auf Weltachse drehen. So. So. Und jetzt können wir auf Tierbau 3 gehen. Und er sieht einfach exakt gleich aus. Ja gut. Ist nun mal so. Na. Den wollte ich haben, genau. So. Damit hätten wir beide Baus hier einmal drin. Und ich würde mal sagen, das war
ein schönes Gehege jetzt, oder ist ein schönes Gehege. Die können anscheinend nicht abbauen, haben alles, was sie brauchen, oder? Naja, jetzt sollten sie alles haben, was sie brauchen, sagen wir so. Genau, 100% haben wir jetzt auch bei Gehege. Lebensqualität, sind ein bisschen mehr Futterbeschäftigung wollen sie haben, okay. Was haben wir denn bei Futterbeschäftigung? Lebensqualität, Objekte, Futterspender. Ja gut, dann kriegen sie halt nochmal ein Bambusding hier hingesetzt. Wo kommt denn das Bambusding 2 hin hier? Ah, die haben sogar schon 2 Bälle. Okay. Die wollen aber nur 4 Futterspender haben, die sie da nutzen können. Okay. Ist natürlich verständlich, sind ja auch viele Füchse. Von daher können sie auch ein paar mehr kriegen. So, jetzt sollte das aber hochgehen, oder? Yep. Jetzt ist es oben. Ernährungszustand können wir nichts dran ändern gerade. Pflanzen ist gut, Gelände ist gut, Lebensqualität ist jetzt perfekt. Und ja, das passt alles. Und wie gesagt, guckt euch das an hier, was das für eine Party ist hier vorne. Die kommen und gehen hier immer mal hin und her. Ja, also das ist aber so schön. Die kommen einmal und hauen wieder ab. Kommen einmal kurz ran hier. Ja, wie lange bleibt ihr hier? Jetzt ist er gerade gestresst. Und tschüss. Schon ist er wieder weg. Und was wir tatsächlich mal machen können, ist nochmal hier unter... Nein, nicht das Schild. Unter Einrichtungen. Also einmal können wir hier noch ein paar Bildungseinrichtungen dran packen. Das mache ich gleich noch. Aber, wo haben wir die denn? Unter Sicherheit ist das, glaube ich, gewesen. Genau, Warnschild nicht stören. Die packen wir da nochmal dran. Und das nicht füttern. Immer im Wechsel. Die haben tatsächlich einen Radius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ist hier. Dann gehen wir wieder auf das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also musst du vor das Ding kommen. So. Okay. Damit sollten wir zumindest ein paar von deren Problemen lösen. Weil diese Schilder, ob ihr es glaubt oder nicht, die bringen tatsächlich was. Angeblich. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die tatsächlich was bringen sollen. Um, ja, sowas wie Stress runterzuziehen. So. Nicht füttern und auch leise sein, bitte. So. Na, wie gestresst bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10? Kollege, lass mich dich auswählen. So. Okay, 9%. Gut. Gut, das was kommt jetzt. Na, haust du ab? Ja, guck mal, da hat er direkt schon mal ein bisschen gehabt wieder. Komm. Wollt ihr euch auch mal wieder verziehen aus den gestressten Areas? Oder muss ich euch wirklich hier wieder so einen Zaun bauen aus Glas? Muss ich wirklich so einen Glaszaun bauen, damit ihr nicht die ganze Zeit rummeckert? Oh Mann, ich glaube, ich muss den wirklich einen Glaszaun bauen. Also, falls irgendwer eine bessere Idee als einen Glaszaun hat, sagt Bescheid. Weil anders geht das, glaube ich, gar nicht. Wir haben hier einen riesen Stau. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber komm, passt schon. Na, kommen die Leute hier noch rein und raus? Ja, oder? Ja gut, die ganz klar bessere Methode wäre jetzt natürlich, einen extra Weg lang zu bauen. Der nochmal hier lang geht. Aber naja. Okay, ich muss eine Glaswand bauen auf jeden Fall. Veterinärforschung abgeschlossen, das ist gut. Gut, wir bauen eine Glaswand. Wie gesagt, falls irgendwer, also offscreen jetzt, falls irgendwer eine bessere Idee hat, sagt Bescheid. Ja, wäre auch gut für die Dachse hier vorne. Die haben auch so eine kleine Glaswand hier. Und deswegen, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir was Besseres hätten als diese Glaswände. Aber, ja. Gut,
lässt sich halt nichts ändern, wenn es so ist, dass die ansonsten nicht vernünftig leben können. Weil, wie gesagt, die haben halt zu hohe Stresslevel. Und da muss man was gegen tun. Das ist nun mal so, leider. Und das Einfachste ist halt hier so eine kleine Glaswand reinzuziehen. Die sieht man so gut wie nicht und sie bringt sehr, 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 sehr viel. Besonders bei so kleinen Tieren, weil die sehen dann wirklich nicht mehr, was passiert. Aber ja. Wie gesagt, falls irgendwer eine bessere Idee hat, sag Bescheid. Ich baue jetzt hier eine Glaswand rein. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.